Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir gegen Mary gekämpft, haben beinahe auf die Fresse bekommen und ja, wir sind jetzt bei der dritten Arena. Wie ist der Typ? Kabu, den müssen wir erledigen und ja, wir können uns den jetzt stellen und ich würde sagen, das machen wir in diesem Part. Wird schon irgendwie klappen. Pokémon Schild, was ich ja offscreen, naja, der steht da. Immer zu dem Zeitpunkt spiele, wie ich im Let's Play voran bin, habe ich jetzt bis zur Galamine 2 gespielt. Ich bin dann noch nicht durch und ja, alle Arena-Leiter in Schild waren viel schwieriger, weil ich irgendwie, weiß nicht, im Pflanzen-Arena-Leiter hatte ich ein paar Probleme, weil ich den Wasserstart hatte und mit der Wasser-Arena-Leiterin hatte ich auch ganz schöne Probleme. Das war ganz schön knapp, also weiß nicht. Dafür hatte ich mal so einen Stress auch mal in diesem Projekt hier ab, da wäre irgendwie viel besser. So, jedenfalls. Hallo, Aurelia Challenger. Schön, dich zu sehen. Es gibt nicht viele, die es so weit genug bringen, um Kabu herauszufordern. Willst du sofort einen Versuch wagen? Ja, ich will. Wenn du nicht an der Arena machst, musst du dich anziehen. Boom. Ich habe übrigens neue Schuhe. Das sind die Schuhe von der Pflanzenarena irgendwie als Challenge. Diese Challenger-Uniform. Die Arena machst du vom Typ Feuer ist etwas ungewöhnlich. Hier entlang, bitte. Und ja. Jetzt weiß ich auch, warum diese Uniform irgendwie so 18.000 irgendwie kosten, weil irgendwie für jedes einzelne Teil bezahlt, also Schuhe, Handschuhe, Hosen, Oberteile. Und ja, das macht irgendwie Sinn, dass das so teuer ist. Bei der Arena Mission des Feuerarena als Kabu musst du kämpfen gegen Pokémon, möglichst viele Punkte sammeln. Besiegte Pokémon geben einen Punkt, gefangene Pokémon 2. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, geht die Arena-Mission als bestanden. Aber Vorsicht, die anderen Trainer werden sich in jeden Kampf einmischen. Denk gut darüber nach, was du den anderen Trainern, was die anderen Trainer tun könnten und versuche so 4 Punkte wie möglich zu ergattern. Okay. Ich muss mich erstmal wieder an dieses Team gewöhnen. Ey. Ich habe noch ein 3-Mann-Team bisher im Schild. Sie ist es, ohne von den anderen Trainern abgelenkt zu werden, Pokémon zu besiegen oder zu fangen. Okay. Habe ich überhaupt schon Vulpix? Oh. Oh, ich muss dich fangen, bevor der dich kaputt haut, oder was? Ja, kaputt hauen. Warte mal. Wenn ich dich doch kaputt haue, dann habe ich doch gewonnen, oder? Was? Ja, okay. Nein, nicht auf mich, Mann. Oh. Versuch dich direkt zu fangen. Ja, warte mal, ich hab dich schon. Geh mir aus den Augen. Ja, gut. Wie mache ich das jetzt? Ich werfe einfach einen Pokéball. Versuchen wir mal. Ich werde ja wohl schneller sein als das Viech. Also beim nächsten Mal mache ich dich schon kaputt. Oh nee. Sondern so was. Oh. Naja, schaffe ich da jetzt nicht mehr. Okay, das ist der kleine Idiot. Aber ist mein Angriff auch stark genug, um mich zu töten? Okay, das ist mal interessant irgendwie. So. So, ich muss das erledigen, oder? So, ein Punkt. Ne? Anura hält ein Punkt. Also sei vorsichtig. Kein Ding. So, Feuereiler. Zum Glück habe ich all diesen Mist schon früher gekauft, ey. Okay. Irgendwie sehe ich ihn nirgendwo. Okay. Oh. Thermapod.
bist du denn? Ich glaube, du bist ein älteres, oder? So, ich hoffe von meine Pokébälle. Ich werde schon irgendwie drin bleiben. Boom. So einfach geht das. Das Ding hatte ich sowieso noch nicht, also nicht schlecht, ne? Finde ich. Mit dem entzündlichen Gas in seinem Körper erzeugt es Hitze. Die gelben Stellen an seinem Bauch werden besonders heiß. Dann die Royal 2 Punkte. Ja, das weiß ich. Boom. 67 HP? Das ist kacke. Oh, ich kann mein Team gar nicht ändern. Ja, super. Jetzt laufe ich die ganze Zeit mit dem blöden Ding herum. Was ist das? Oh, du bist das. Jetzt stellt sich mal einer vor, man begegnet hier ein Shiny Pokémon, ne? Und einer von diesen blöden NPCs haut die kaputt. Oh, das war ja der absolute Horror. Ja, bitte lass dich fangen. Nö. Rauchwolke war eine Fähigkeit, oder? Oder hast du gerade Rauchwolke gegen mich eingesetzt, du? Ja, auch eine Idee. Ich kann eigentlich mein Team hier, mein Teamkollegen erledigen. Ja, gehen wir bitte auf den los. Ja, ich kann eigentlich auf meinen eigenen Teamkollegen losgehen. Aber Toxel ist irgendwie nicht so stark, habe ich so Gefühl. Das zu schaffen. Na. Boom. Haben ein paar neue Pokémon gefangen und die Arena-Mission abgeschlossen. Ja, das war irgendwie interessant. Geist und Feuer. Seine Flammen wärmt seinen Körper leicht. Wer vom Weg abkommt, der wird von ihm an der Hand genommen und ins Jenseits gelockt. Schon wieder irgend so ein Creepy. Nein, ich will das nicht in mein Team haben. PC-Box. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Leistung. Okay, das war relativ schnell vorbei. Kampf Arena-Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben einen Gewinner. Dann steht jetzt der Kampf gegen Arena Takabu an. Auf geht's, Arena Challenger. So, was mache ich gegen den seine Feuer-Pokémon? Ich habe irgendwie keine Ahnung, was ich am besten mache. Aber ja, werden wir schon irgendwie schaffen. Wir haben noch das Ding. Okay. Das war dann mal auf. War ein bisschen schneller am Arena-Leiter genannt als gedacht. Ja, ich mache mal noch die Haare und dann. Ist auf meiner Seite. Ich mag den Typen, der hat ein cooles Design. Wenn er irgendwie komisch ist, im Verhalten, ja, anscheinend. Willkommen, ich bin Cabo, der Feuerleiter. Ich habe dich doch schon getroffen. Dass du hier vor mir stehst, bereits zweierlei. Du hast Jahres Pflanzen-Pokémon bezwungen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam. Wir wollen alle gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen, um noch stärker, noch besser zu werden. Während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der, der am entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Okay, ich habe keine Ahnung, welches Pokémon ich hier maximieren lassen soll. Wahrscheinlich mein Starter. Arena Takabu fordert dich heraus. Alles klar. Ulnona. Könnte jetzt schon ein bisschen schwierig werden, habe ich so gefühlt. Der hat drei Pokémon gesehen.
So, erst einmal den. Oh Gott. Ich mag diese Attacke. Das ist mehr oder weniger eine bessere Version von Donnerwelle, habe ich so gefühlt. So. Ah, perfekt. So ein bisschen die Spezialverteidigung senken, das wäre am besten. Ne. Ehrlich? Okay. Und was ist das für dich, Toxel? Little Tox? Warte mal, du hast wie viel AP? 36 von 64, das sind 28. Ne. Was ist das denn da? Mit der Ding, das da am Rumfliegen ist? Okay. Ja, du wirst irgendwie unbrauchbar, wenn du verbrannt wirst. Also na komm, versuch. Lauch. Ich zähl auf dich. Ich bin sehr paralysiert. Und ich weiß, ich könnte das Ding einfach kaputt gehen lassen, aber so was mache ich nicht. Der Pokémon, die sollen alle leben. Zertrümmerer, Verteidigung senken bitte. Sehr gut. Ah, oh, nee, jetzt bin das Loch mehr oder weniger unbrauchbar. Der geht doch gleich schon wieder drauf. Pass auf. Zertrümmerer. Am liebsten Verbrennung heilen, aber so Gefühl, er geht sowieso mit ein, zwei Schlägen kaputt, also lohnt sich das nicht so. Ah, sehr gut. Gott. Oder auch nicht. Okay, ja, okay, Little Tox ist noch ein bisschen schwächer auf der Brust, deswegen. So. Boom. Einerlich nicht wesens. Sehr gut gemacht, ihr beiden. Autsch. Aber ich glaube, da war es für Lauch im nächsten. Oh Gott. Akani. Oh, Akani ist richtig bulky. Ja, das. Nee, ich glaube, Lauch wird hier nichts reißen können. Ich kontere deinen Tiger, Hund, was auch immer es sein soll, mit meinem Fuchs. Flammenrad und nee. Ja, kann ich verbrennen, danke. Deren Spezialangriff, das wird es glaube ich nicht so bringen. Aber ist immer noch besser als Raub, also. Boah. Ja, okay, zum Glück habe ich Dings eingesetzt. Nicht Raub. Dann Pauke. Jetzt hör mal zu, du. So. Bringt zwar nichts, weil er physisch angreift, aber was soll's. Flammenrad. Sollte den eigentlich noch kaputt kriegen, bevor der mich kaputt haut. Oh nee, warte, der ist schneller als ich. Dreck. Oh Gott, überlebst du das? Nee, ne? Ne. Gott. Ich kann eigentlich nur ihn einsetzen, ne? Na gut, dann komm her. Müsste doch schneller sein als Akani, komm. Und ausnahmsweise würde ich sagen, wir fangen mal mit Dynamax. So, wer, das haut den nicht kaputt, ey.
Igni, mache dich bereit, dich zu vergrößern. Alles klar, jetzt tritt auf das Ding drauf. Deiner Faust oder Angriff Doppelkipper. Alter, eine Faust aus Stahl in die Fresse. Oh, so, jetzt kommt der aber mit seinen Dynamax. Aber das ist das letzte. Hallo, Skabo, such nach einer entzündenden Idee, mit der du gewinnen kannst. Inferno Pot oder ist die Weiterentwicklung? Ne? Okay. Ah, oh, nee, das ist. Warte mal, das ist. Ja, einen Moment mal. Feuerkäfer, hey. Also ich kann Feuerangriff einsetzen. Kann sein, dass sich die Musik immer ändert. Wenn wir ein letztes Ding einsetzen, hier letztes Pokémon. Es ist Zeit für Geiger Dynamax Inferno Pot. Werde größer und ändere deine Gestalt. Ah, oh, hat so eine spezielle Form. Okay, zeig mal. Alter. Das ist wie so ein chinesischer Drache. Sieht aber jetzt nicht so besonders anders aus, finde ich. What? Wie eine Flamme, die in der Höhe schießt, stecken wir auch unsere Ziele hoch. Verstehst du? Gott. Der hat mein Feuer absorbiert, der hat Feuerfänger, woher sollte ich denn das wissen, ey? Du Mistviech, wo ich bin immer noch größer, aber senkt die Initiative des Ziels. Ja, das Gott, das könnte hart werden. Ich muss nur einmal einen Angriff von denen aushalten. Gott. Okay, aber Angriffskraft. Hat er jetzt überhaupt normal angegriffen oder? Ich glaube nicht, ne? Ah, oh Gott. Oh, und durch Feuerwerbe jetzt. Na, oh. Gott. Ja, okay. Flora. Du wirst jetzt drauf gehen, das tut mir leid, aber. Ich glaube, ich brauche einen Beleber. Nee, ist wirklich der einzige, der irgendwie was ausrichten kann. Oder Kuro. Ja, mach mal irgendwie. So, gut ist. Initiative und Angriff ist, glaube ich, einmal. Oh Gott, das wird tun. Jetzt einmal runter. Out. Also. Ist noch nicht alles verloren. Und ich habe ein. Kleine Idee. Warum bist du eigentlich immer noch im Dings? Sollst du dich nicht zurückverwandeln mittlerweile? Ja, wollte schon sagen. Man sieht das Ding doch ein bisschen weniger bedrohlich aus, obwohl es voll riesig ist. So, Wangenrubbler. Oh nee. Altert aus. Nee. Aha. Ja, wird langsam ein bisschen riskant hier. Also was hier? Lass mich mal sicher gehen. Jetzt wird das ja nichts. Ich kann doch eigentlich mal ein anderes hier Vorentwicklung von dem Ding in den Kampf schicken, ey. Er ist jetzt voll hochgepowert, weil ich Feuerfänger einmal eingesetzt habe, ne? Er hat Flammenrad, also bringt das nichts. So, vor allem, ich habe nur Dingens, ey. Ich habe wirklich nur, ich habe jetzt nur noch Doppelkick und das wird nicht sehr effektiv sein. Aber wesentlich ist er schneller. Oh Gott! Nee. Also, das muss ein bisschen mehr abziehen.
Vor allem, der hat noch wahrscheinlich einen Trank, ne? Ah, oh, das war mies, ey. Woher sollte ich denn wissen, dass der Flammenrad Feuerfänger hat, ey? So, ich muss dich mal einwechseln. Das überleben wir hier nicht. Wir langsam etwas verzweifelt hier. So. Du musst das jetzt schaffen. Ja, der One-Shotet hier alles. Weil ich den voll hochgeballert habe. So, du musst ein, zwei Angriffe aushalten können. Komm schon. Und sag mir bitte, du bist schneller. Ah, okay. Das ist noch mal höher bei dir Angriff, ne? Zahlangriff. Aber du bist auch ein mutiges Wesen. So, Wesen ein bisschen schneller. War den kaputt? Nein. Oh, und jetzt auch noch so was, ehrlich? Aber ich habe Sternschauer und der heilt sich jetzt wahrscheinlich hoch, pass auf. Oder auch nicht. Was? Der lebt immer noch. Oh Gott. Geh kaputt. Jawohl. Das Spiel sieht voll casual aus. Vegas 2019. Sobald ich nichts irgendwie habe, was gegen einen effektiv ist, irgendwie nicht. Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass er gewonnen hat. Du gewinnst eine Menge Geld. Gott, das war anstrengend. Du hast mich besiegt. Mehr oder weniger, ja. Mich, den sie so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meine jahrelange Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha, wie es scheint, habe ich auch noch nicht ausgelernt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du und dein Exzellenz-Team schon bald zu großen Ruhm gelangen werdet. Es war mir eine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für deinen Sieg verleihe ich dir nun den Feuerorden. Dankeschön. Ich würde sagen, das habe ich mir sogar verdient. Oh, okay, in der Mitte kommt auch was. Ich dachte, die Mitte bleibt irgendwie frei und wir bauen so um darum. Wir haben es dem Dynamax-Phänomen zu verdanken, dass Pokémon-Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Galar sind. Junge Trainer wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass sie am Leben bleiben und sich weiterentwickeln. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsene sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Hi. Was für ein Kampf, Danilo. Komm, wir kämpfen jetzt. Was? Ich war mir sicher, dass du mit Toxic gewinnen würdest, aber wann war das aufregend? Was? Von allen Pokémon hast du gedacht, dass ich damit gewinnen würde? Sehr beeindruckend, Danilo. Jetzt hast du also schon den Pflanzen, Wasser und Feuerort. Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zu Feiertag, sobald reicht dir diese Themen. Bitteschön. Ihr Licht. Hier hast du außerdem eine Nachbildung von Kabus Uniform. Feueruniform. Also jetzt habe ich mehr oder weniger Schuhe, Ober, Unter und alles Mögliche bekommen. Dann können brauchst du keine Angst vor einer Arena-Eltern zu haben. Nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Oh, okay. Was denn gehört? Auf geht's. Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone erstattern, wenn sie uns sehen. Gut, dann fangen wir mal ein bisschen, würde ich sagen. Damit ich weiß nicht wieder so deutlich verliere fast. Boah, er wartet natürlich wieder hier. Komm, gehen wir, Danilo. Hoch. Der Arena-Leiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden. Wow. Ha, ich weiß, Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele der Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie die ersten drei Orden erkämpft haben. Sie bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Oh. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Danilo, hopp! Meine Glückwunsch. Oh, ich habe vergessen, ihn so anzusprechen. Reife Leistung gegen Kabu zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles gut für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arena-Alter, sondern auch als eure Fans.
In der Tat. Und mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fangesang für euch ausgedacht. Hopp, hopp, hopp. Unser Hopp ist total top. Und Don Niro ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Die Arena, die euch jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und euer Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen ja sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena Changer gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's, Daniel. Klasse, die wartet auf uns. Ja, alles klar. Dürfte ich erstmal meine Pokémon? Nein, die sind alle voll im Eimer. Alter, okay, wir wurden jetzt nicht geheilt. Da ist uns wieder Naturzone stärker und besser als je zuvor. Klar, sie liegt irgendwo da drüben, Danilo. Irgendwo. Theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in die Richtung laufen. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Ohren haben, können wir uns hier auch gleich stärker Pokémon schnappen. Für mich ist die Sache klar. Ich mache mir noch einen kleinen Abstrich und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's, ein neues Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist auch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht mehr weit sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da, wie war auch nochmal deine Name? Hopsala! Du schaffst es nicht, ja mal ein Pokémon gerade zu werfen. Jetzt halt aber die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Abklotzen. Du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einen Kampf. Du gegen mich, da drüben. Vielleicht musst du erstmal im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. In der Galanenmine 2 hat Daniel kurz einen Prozess mit dir gemacht. Hast du das etwa schon vergessen? Wenn du zu schwach für meinen Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Daniel und dem Champ. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das kannst du haben. Los, jetzt kämpfen wir. Daniel, du kannst ruhig schon mal nach Claw City weitergehen. Wir sehen uns dort. Okay, tschüss. Mach den fertig, Bettis. Oder Bettis oder was weiß ich. Batista. So, du, raus aus meinem Team. Kannst du jetzt eigentlich wagen, die gleiche Luft zu atmen wie mein Team, ey? So, ich wollte jetzt eigentlich noch ein paar Pokémon fangen, aber jetzt haben wir schon wieder 28 Minuten und ja. Hi. So, wenn ein schwaches Pokémon hier vorbeiläuft, versuche ich doch mal zu fangen. Aber noch ein paar Minuten. Dann war ein bisschen was. Muss man irgendwie von allen Seiten anhören. Oh, ich habe schon so und so viele Pokémon gefangen und so. Und ja. Keine Ahnung. In der Naturzone, Alter. Ich habe keinen Bock hier rumzulaufen erstmal. Wenn du die Brücke überquerst, wird's krass, sag ich dir. Was krass daran ist, willst du wissen? Tja, die Pokémon, die erleben, sind krass stark. Ich sage dir, wenn du mich mindestens ein paar Orden mehr hast, wird bestimmt auch nichts draus, sie zu fangen. Ich kann aber jetzt rumrennen und gucken, ob ich was finde. Ich habe ja auch mal eine TM hier gefunden. Böllepa. Mit dem Pilz. So, warte mal hier. Warte mal. Bist du dieses Eiscreme-Dingen? Ja, ne? Oh ja. Also, ich muss mal ein paar Pokémon fangen. Weil die letzte Arena hatte es in sich. Es hagelt. Mangen Rubla. Autsch. Mein Gott, du musst dich mal irgendwann entwickeln, ne, Kollege. Jetzt siehst du irgendwie nicht irgendwie das Team voran, habe ich so Gefühl. So, wer ist mir gut ging, schon zu hoch gelevelt. Lauch. Wahrscheinlich sowieso nach dem Kampf den Part beenden, noch mal zum Pokémon Center heilen und so. Also was soll's. Putsch. Oh, ein Hagelkorn in der Größe eines Felsbrocken hat mich getroffen. Boah, du willst mich jetzt hier. Wir ändert daneben, oder? Nicht eine Trefferquote von 100 oder so? Ne, 95. Boah. Natürlich habe ich die 5% nicht erreicht.
Aufruhr. Voll auch ehrlich. Ja, und dann wächst mal jemand ein. Damit du halt hier überlebst. Da finde ich ehrlich gesagt gut, das Spiel. Also nicht sehr schwer ist, aber dass ich es mir schwer genug machen kann. Aber ja, langweilig, wenn ich hier durchgehe ohne ein einziges Problem hier bisher. So, komm rein. Ich brauche dich. Also brauchen tue ich dich nicht, aber ich will dich. Erfahrungspunkte und so. Oben. Das ist der Gelatini, wurde gefangen. Gelati, kann ich an warmen Ort leben? Ist der Zeug Schnee, in dem es kalte Luft ausweitet und vergibt sich dann, um zu schlafen. So. Sagen wir, laufen noch ein bisschen mehr so rum. Initiative, Spezial, jetzt glaube ich genau der falsche Dingens. Ja. Währenddessen bekommt Hopp voll auf der Fresse von Betis. Zu Hobbs Verteidigung. Betis hat irgendwie nur einen Typ. Und ja, den fand ich auch viel einfacher als mein Rivalen. Ja, hier ist so ein Diner Raid, die ich machen könnte, aber nicht machen werde. Oder ein paar Karadonis oder so. Und hey, da ist, wie heißt das, Kramor? Ein Glas Honig. Ja, gucken wir mal. Das Pokéball, was bist du? Oh, Schnäppke! Oh, ich kann Prosthetia aus dir machen. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Es hagelt, das ist ein bisschen nervig. Ne, ich kann keinen Prosthetia aus dir machen. Weil du ein verdammtes Männchen bist. So, komm. Mal einen Rubla. Einfach so. Oh. Komm, Alter, raus. Nee. Vertraue ich dir mal. Ja, ich weiß, Flora ist nicht die beste Wahl, aber die anderen Pokémon sind so hoch gelevelt. Hallo? Da ja, komm. Da würde ich, da will ich ja wohl nicht kaputt gehen. Nee. Doppelteam. Bum, bum. Da machen wir noch mal so Zauberblatt. Autsch. Also wenn irgendwie Toxel sich durch Zuneigung entwickelt, dann habe ich sowieso schon verkackt, habe ich so ein Gefühl. Ja, okay, wenigstens hältst du halt aus. Ja, so hat Gefühl, die wollen einen diese Naturzone echt irgendwie ja so unter die Nase schieben und oh. Keine Ahnung. Wir mussten erst dadurch, jetzt mussten wir wieder dadurch. Ja, kann ich aber verstehen, dass so, weiß ich, so die Multiplayer-Ebene hier in diesem Spiel, aber ja, ich mag es nicht, jetzt schon so eine riesige Auswahl von Pokémon zu haben. Durchaus, ich mache irgendwann ein extra Part wahrscheinlich, wo ich hier so ein bisschen rumlaufen, alles mögliche fange. Aber im Moment sehe ich irgendwie keinen Grund. Du kriegst Erfahrungspunkte durch jeden Fang. Erweiterst deine Kollektion an Pokémon, die du sowieso nicht benutzen wirst in der Story. Also, ja. Von daher ist das für mich noch nicht so notwendig, jetzt hier alles möglich zu fangen. Synthese! Das ist mal ein vernünftiger Angriff, finde ich. So, wir sagen, ich treffe sowieso nie damit. 75% Trefferchance. Treffe ich doch nie irgendwas. Erscheint jetzt mitten in der Nacht, so sagt man, steht starker Schnee vor, bevor er ernährt sich von Eis und Schnee. Das ist eine sehr blöde Art von. Kann ich irgendwie einstellen, dass ich konnte auch irgendwann einstellen, ne? Teambox. Wenn nur ein Team voll ist. Teambox. So heißt das,
Heißt halt jetzt, die werden direkt in die Box reingepackt, wenn ich die gefangen habe. Da müsste ich mir die nicht mal erst angucken. Initiative hoch, das ist schon wieder ein Kackwesen. Ja, irgendein defensiver Wert runter ist immer irgendwie ein blödes Wesen. Donnerstein. Kann ich damit meinen Toxel weiterentwickeln? Das ist ja auch zur Hälfte Donner, ne? Elektro meine ich. So, wir tun jetzt noch diese Seite des Flusses hier erkunden. Und dann können wir Xatro. Und dann können wir ihr im Part beenden. Nächsten Folge machen wir weiter. Ich treffe euch dann wahrscheinlich an der Brücke, wo ich glaube, da war noch so ein Angler, ne? Da können wir ja auch noch mal reden, da liegt noch was, oder? Nee. Ja. Geht weg. Ich will euch doch nicht fangen, Mann. Auch Bären. So, und ich glaube, hier kommen sowieso nur immer diese Eichhörnchen runter, also war mal früh wie möglich irgendwie aufzuhören zum Schütteln. Mit dem Schütteln meine ich. Oder auch nicht. Oh, sogar was anderes. Kikori. So, komm. Oh Gott. Level 15. Ja, wenn es kaputt haust, dann nicht schlimm, aber ja, natürlich haust du es kaputt. Okay, war Level 15, habe ich gerade gesehen. Wie hat das Pokémon die Bären eingesammelt? Ich habe es kaputt gehauen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Fotogel. Gott, dann war es das für diese Folge. Ich gehe jetzt noch mal hier eintauschen, wahrscheinlich. 100 Watt. Oh. Riesenperlen, danke. Und dann muss ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder hier. Ich werde mich wieder im Pokémon Center hochheilen und ja, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wir müssen nach Claw City, ne? Da können wir ja mal machen. Und ja, vielleicht Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen und ich hoffe, wir sehen euch dann in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.